Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine Babyschale im Auto befestigen und somit auch die Maxi-Cosi richtig anschneiden kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es die verschiedensten Hersteller von solchen Babyschalen, doch normalerweise funktionieren die alle relativ ähnlich. Und zuerst mal müssen wir diese unbedingt auf unseren Sitz stellen, wo wir sie haben möchten. Und das Kind muss gegen die Fahrtrichtung, also Richtung Sitz, schauen. Danach am besten noch diesen Bügel entweder nach vorne bzw. nach hinten umklappen. Das sind normalerweise hier außen auch so spezielle Knöpfe, bis es auch sauber einrastet. Am Maxikosi selber gibt es jetzt drei Punkte an denen der Gurt anschließend durchgezogen bzw. auch fixiert wird. Diese sind meistens relativ gut farblich erkennbar. In meinem Fall ist das blau und wir haben hier vorne mal so eine Fixierung, auf der anderen Seite auch mit den zwei beginnen wir übrigens gleich und hinten am Maxikosi auch noch wir nehmen also mal den unteren Teil unseres Gurtes, welcher sich unter dem Anschnaller befindet, zur Hand, schauen, dass dieser nicht irgendwie verdreht ist und können den jetzt auch schon einmal durch die erste Fixierung hindurchgeben und anschließend auch durch die zweite Fixierung. Danach hörbar anschnallen und wir können mal den oberen Teil von unserem Gurt auch schon etwas weiter ausziehen. Natürlich darauf achten, dass es nicht verdreht und durch die dritte Fixierung hinter unserem Maxi-Cosi einmal noch Einfädeln. Zum Schluss sollten wir uns dann auf jeden Fall die Zeit nehmen, das Ganze nochmal ordentlich festzuzuren. Hierfür steige ich persönlich am liebsten mit meinem rechten Fuß einmal ins Auto rein und dann kann ich auch schon mit meiner linken Hand hier den ersten Gurt teilnehmen, mit der rechten Hand den anderen und drücke gleichzeitig mit meinem Knie jetzt den Maxikosi in den Sitz hinein und schaue, dass ich das Ganze noch deutlich weiter nachziehe. Denn nur dann sitzt er auch wirklich ordentlich fest und das Kind ist natürlich auch sicher. Und somit haben jetzt auch schon ein cosi richtig angeschnallt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine neue Babyschale oder vielleicht auch sogar gleich eine spezielle Station für die ISOFIX-Halterung im Auto zulegen möchtest, damit du die Schale nicht immer extra anschnallen musst, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Marken herstellen. Falls dir das Video gefallen noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.